Als nächstes darf ich Frau Schardt-Sauer von der FDP nach vorne bitten. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn der Heinz so ein bisschen flapsig gesagt hat, das hätte jetzt genug jeder gesagt, dass es erschütternd ist, muss man gleichwohl feststellen, der Korruptionsskandal hat die hessische Justiz insgesamt, das ist kein Einzelfall, schwer schockiert. Viele Akteure, die sich auch immer wieder in Gesprächen darüber zutiefst erschüttert zeigen. Und da haben wir uns mit auseinanderzusetzen. Was ist damit, dass ein Frankfurter Oberstaatsanwalt jetzt im Verdacht steht, sich selbst durch die Vergabe von Gutachtenaufträgen die Taschen vollgemacht zu haben? Wohl durch Mangel an Kontrolle und Schwächen der Kontrollmechanismen war es ihm möglich, dieses System über viele, viele Jahre, es ist gesagt worden, 15, auf Kosten Dritter und der Staatskasse durchzuführen. Er konnte nach bisherigen Erkenntnissen, es gibt keine anderen Anhaltspunkte, nach Gutdünken schalten und walten. Kontrollmaßnahmen, erkläre ich gerne, haben offenkundig daher versagt oder waren gar nicht vorhanden. So gab es beispielsweise, wie doch sonst in der Verwaltung, nicht so abwegig, überhaupt kein Vier-Augen-Prinzip bei der Vergabe von Gutachten. In solch großem Stil dauerhafte Ermittlungsarbeit extern zu vergeben, die Qualität der Gutachten, wo es durchaus schon Zurufe über all die Jahre gab, all dies wurde nie hinterfragt. Die Abrechnung der Aufträge, die Höhe der Gebühren wurde offenkundig nie kontrolliert. Und daher drängen sich viele, viele Fragen auf. Wie ist es möglich, dass es keine Richtlinie oder keinen Erlass gibt, der Korruption in diesem Bereich verhindert? Oder warum? Wir haben vorgetragen, es gibt die nämlich sehr wohl, aber die Ministerin hat uns erklärt, der Erlass und die Richtlinie passen jetzt gerade nicht. Warum sind die nicht anwendbar? Wie ist es möglich, dass Korruptionsrichtlinien vom Innenministerium letztes Jahr in Kraft gesetzt, ausgerechnet für diesen Bereich nicht gelten? Was hat Innenrevision gerade auch im Hessischen Ministerium der Justiz denn in all den Jahren gemacht? Wie wurde sie praktiziert? Es ist ja nicht so, dass es keine Revision bisher gab. Es stellt sich nur die Frage, was hat sie getan? Und, Herr Heinz, dieser Vorgang ist schädlich für das Ansehen unserer Justiz und unseres Rechtsstaates. Wenn die, die uns schützen sollen, betrügen, was für ein Bild entsteht denn da bei unseren Bürgerinnen und Bürgern? Für uns Freie Demokraten ist aber vor allen Dingen wichtig, was ist zu tun und was ziehen wir hieraus für Lehren. Und ganz klar, dazu ist es unabdingbar, diese Vorgänge jetzt schnellstmöglich aufzuklären, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und dazu gehört eben auch, Fragen zu beantworten. Sie haben die Länge der Sitzungen. Die Länge der Sitzungen des Rechtsausschusses geht nicht einher mit der Qualität der Antworten. Sie sprachen eben von rhetorischen Mitteln. Ich als Jurist und Politiker ist ja eine selten schlechte Kombination. Man kann so viel Label von sich geben, man sieht überhaupt nichts mehr und fragt sich, wo eigentlich das Wort, das Prädikat und das Objekt ist. Die Öffentlichkeit ist stetig, konsequent, transparent, vor allen Dingen ohne Rücksichtnahme über Fortgang und Ausgang der Ermittlungen zu informieren. Es ist nicht Aufgabe, dauernd wie mit so einem Enterhaken oder einem Fischhaken danach zu ziehen. Und vor allem, die Justizministerin ist hier als Managerin der Krise gefragt. Sie, Frau Ministerin, Sie müssen persönlich Verantwortung übernehmen. Ihr Leitmotiv, Ihr Credo muss jetzt tagtäglich sein, Aufklärung statt Mauern. Fragen stellen, Abläufe klären, Schwachstellen offenlegen, Lösungen entwickeln und alles transparent, offensiv kommunizieren und im Ausschuss erläutern. Das, werte Ministerin, ist die Mindestanforderung an Krisenmanagement oder so eine Art Stellenbeschreibung. Leider ist Ihr Ansatz bisher, Ihr Agieren noch weit entfernt davon. Sie scheinen diese Rolle der Verantwortung möglichst zu meiden.
Vielleicht scheinen Ihnen die Tragweite der Vorgänge nicht ganz klar zu sein. Sie oder jetzt auch der Kollege Heinz oder auch die Kollegin von den Grünen, dieser Oberstaatsanwalt, ich weiß gar nicht, das ist eine Mischung aus Superman und Batman. Er ist ein schurkischer Einzeltäter. Ich muss immer an Sherlock Holmes, den Moriarty da denken. Ein schurkischer Einzeltäter, der über Jahre mit übersinnlichen Kräften ganz alleine alle an der Nase geführt hat. Ja, er habe den Tresorcode gehabt. Und deshalb konnte man sozusagen das Knacken des Tresors gar nicht verhindern. Das ist jetzt eigentlich so gar nicht, man konnte es nicht abwenden. Das ist die Übersetzung. Aber bitte, werte Damen und Herren Kollegen, was ist das dann für eine Antwort eines wehrhaften Rechtsstaates? Was ist das für eine Position? Was ist das für eine Position für die oberste Repräsentantin der Justiz? Und da möchte ich anknüpfen, Herr Kollege Heinz, was Sie gesagt haben, wir sollen nicht die Justiz schlecht machen. Es ist die Aufgabe der Ministerin, die Justiz sauber zu halten, das aufzuklären, ihr Ansehen, dieses Mauern, das beschädigt Ansehen von Justiz. Und es ist auch nicht besonders souverän, in diesen sehr langen, sehr ausführlichen Ausschusssitzungen immer wieder auf Organisationseinheiten, gerne auch auf Mitarbeiter zu verweisen, um das Thema klein zu halten, Aufmerksamkeit zu streuen, gewisse Ermüdung nach Stunden, statt glaubwürdig als Aufklärerin zu wirken, statt persönlich Verantwortung zu übernehmen, duckt sich diese Justizministerin einfach weg. Sie wirkt, diese Justizministerin wie immer, als Ankündigungsministerin. Vorhaben werden pressewirksam verkauft. Die Schlagzeile, die schnelle Headline, das reicht ihr. Nur den großen Taten, den spüren wir vergebens hinterher. Es bleiben die Worte, Herr Heinz. Sie haben so vorhin dem großen Maßnahmenpaket gesprochen. Ja, was ist dann in den letzten Wochen? Es sind nämlich schon wieder Wochen vergangen. Was ist dann da handfest passiert? Es war dieser Fünf-Punkte-Plan. Erstens, ganz wichtig, keine Aufträge mehr an die verbrecherischen Firmen. Aha. Dann wird verkündet, die Zentralstelle wird geschlossen. Mhm. Aber wie es weitergehen soll mit dem wichtigen Themenfeld Wirtschaftskriminalität im Bereich der Gesundheitswirtschaft, na ja, lieber erst einmal weg aus dem Scheinwerferlicht, dann setzen wir auch einen Arbeitskreis ein. Das bleibt lieber ein bisschen dünn. Auflösung ist aber eine tolle Headline. Werte Damen und Herren Kollegen, es gilt doch, aus diesem Skandal zu lernen und Hessens Justiz zukunftsfest zu machen, ihr Ansehen wieder absolut aufzupolieren. Und da ist Schritt für Schritt Transparenz zu schaffen, zu analysieren, was schiefgelaufen ist, allen Nachweisen nachzugehen. Und da gibt es doch so viele Fragen, die man konkret jetzt aufarbeiten müsste. Wie vermeiden wir Korruption in der Justiz? Wie geht es dann weiter mit der angekündigten Stabsstelle? Also, es war die größte Nebelstelle, werter Kollege Heinz. Dazu konnte man nämlich gar nichts sagen im Ausschuss. Da müsste man jetzt einmal auf den Tisch legen, inhaltlich, dienstrechtlich, organisatorisch, personell. Wann werden dann Richtlinienerlasse angepasst oder erstellt? Die Ministerin blieb da die Antworten wieder schuldig. Oder sie hatte keine fundierten. Wir Freien Demokraten fordern mit dem von uns gelegten Antrag klare Antworten, um auch eine Perspektive klar für die Zukunft zu gewinnen. Uns ist an einer offensiven Aufklärung gelegen. Und dazu braucht es endlich einen detaillierten, fundierten, weniger nebulösen Maßnahmenkatalog. Und eine wichtige Rolle spielt aus unserer Sicht dabei die aufgeführte Expertenkommission. Die sämtliche, es ist schon angeklungen, das ist ja die eigentliche zweite große Baustelle, die von dem Oberstaatsanwalt geleiteten Verfahren, die man übrigens trotz großem SAP immer noch nicht quantitativ erfassen kann, das ist für mich auch so ein Phänomen, aber man nimmt sich der Thematik der Gutachten aller Akteure an. Nur so können wir doch ein umfassendes Schadensbild gewinnen. Und nur mit einem solch umfassenden Bild ist es möglich, sich auch mit einer wichtigen Grundsatzfrage zu beschäftigen, ist angeklungen bei den Kollegen, mit welchen Mechanismen sollten wir wann, wie extern vergeben und wie sollten diese Institutionen kontrolliert werden. Und insgesamt, und das gehört auch zur Frage des Vertrauens der Bürger in das System, so nenne ich es mal,
Wie stellt es sich dann mit entstandenen Schaden nicht nur für die Staatskasse in den letzten 15 Jahren dar? Und wie gehen wir damit um? Wir meinen, das wäre bei einer Expertenkommission außerhalb der disziplinarischen Stränge gut aufgehoben. Es gibt da hervorragende Experten in unserem Bundesland, die man mit Sicherheit für eine solche Aufgabe gewinnen kann. Wir müssen doch gemeinsam alles daran setzen, dass aufgeklärt wird. Und alles, was dazu beiträgt, wie z.B. die vorgetragene Anregung des Hessischen Rechnungshofes, sollte bereitwillig aufgegriffen und nicht kleingeredet oder ignoriert werden. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Justiz und den Rechtsstaat, das ist von größter Bedeutung. Wir müssen jetzt etwas aktiv tun, uns nicht in der Ecke verstecken. Ich bitte Sie daher, unserem Antrag heute zuzustimmen. Gehen wir es offensiv an, aufklären statt mauern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, die Zeit eingehalten. Danke. Für die Landesregierung erteile ich Frau Justizministerin Kühne-Hörmann das Wort. Wenn desinfiziert wurde, vielen Dank dafür. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich will auch beginnen, wie alle anderen Vorredner, entsetzt und fassungslos habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass ein Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft anscheinend die Seiten gewechselt hat. Es handelt sich um einen beispiellosen Vorgang, dem mit absoluter Entschlossenheit und Konsequenz begegnet wird. Und die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt setzt alles daran, um die Vorgänge lückenlos aufzuklären. Mein besonderer Dank gilt der Frankfurter Staatsanwaltschaft und der Polizei für die bereits geleistete Arbeit in dieser Sache. Es ist ein großer Erfolg, dass die Ermittlungen gegen einen Justizinsider so lange verdeckt geführt werden konnten und dann in einen Erfolg gemündet haben. Und die sorgfältige und gründliche Arbeit der Staatsanwaltschaft beweist, der Rechtsstaat in Hessen funktioniert. Und ja, Herr Kummer, das ist normal, dass Staatsanwälte in einem Rechtsstaat auch gegen Insider und eigene Kollegen ermitteln. Aber jedes Ermittlungsverfahren, das zum Erfolg führt und insbesondere dann, wenn es unter schwierigsten Bedingungen verdeckt so lange geführt werden muss, dann kann man auch gelegentlich mal sagen, wie erfolgreich dann dieses Verfahren bis zum jetzigen Zeitpunkt gewesen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben den Ermittlungen müssen selbstverständlich dennoch unmittelbare Konsequenzen gezogen werden. Das ist gar keine Frage. Und als direkte Reaktion auf die Korruptionsvorwürfe habe ich in Abstimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft Frankfurt die folgenden Maßnahmen beschlossen. Und deswegen will ich es noch einmal sagen. Das ist jetzt nicht einfach nur mal ein Satz, sondern das sind 5 Maßnahmen, die erhebliche Schritte auch nach sich ziehen. Erstens. Die Zahlungen an die betroffenen Sachverständigenfirmen wurden eingestellt und neue Aufträge nicht erteilt. Zweitens. Bei allen Staatsanwaltschaften in Hessen ist bei der Erteilung aller Gutachtenaufträge flächendeckend das Vier-Augen-Prinzip anzuwenden. Drittens. Die Innenrevision wird gestärkt, insbesondere im Bereich der Korruptionsprävention und Bekämpfung. Viertens. Im Rahmen der Durchführung der Korruptionsrichtlinien in der hessischen Justiz werden die für Korruptionsprävention zuständigen Stellen korruptionsgefährdete Bereiche identifizieren. Und fünftens. Die Zentralstelle für Medizin, Wirtschaft, Strafrecht wird alsbald geschlossen. Eine Arbeitsgruppe aus Fachleuten erarbeitet einen Vorschlag, wohin die bisher bei der Generalstaatsanwaltschaft bearbeiteten Verfahren zukünftig zugewiesen werden. Alle diese Maßnahmen dienen der Prävention solcher Taten. Trotz dieser schweren Vorwürfe ist der Rechtsstaat gerade auch im vorliegenden Fall wehrhaft gewesen. Der Rechtsstaat hat funktioniert, weil wir in Hessen dafür gesorgt haben, dass wir gut aufgestellt sind. Und deswegen will ich einzelne Punkte herausgreifen, die insbesondere Frau Förster-Heldmann und Herr Heinz schon genannt haben. Aber ich will das noch einmal verdeutlichen. Der Rechtsstaat funktioniert mit allen, die im Rechtsstaat arbeiten. Und deswegen ist die Auswahl von Staatsanwälten und Richtern von ganz besonderer Bedeutung.
und die erfolgt im Rahmen einer mehrstufigen Bestenauslese. Nur hochqualifizierte Bewerberinnen und Bewerber werden in den Justizdienst übernommen. Und der Richterwahlausschuss, ich will es noch einmal erwähnen, der Kollege Heinz hat die Historie noch einmal dargestellt, dafür bin ich sehr dankbar. Und von Ihnen sitzen einige im Richterwahlausschuss und wissen, dass in all diesen Personalentscheidungen ganz genau auf jede Nuance und jeden Satz geschaut wird und auch die Möglichkeit besteht, in einem Unterausschuss sich die Kandidaten selbst anzuschauen und zu beurteilen, ob sie die nötige Reife, die genötige Verfassungstreue und andere Voraussetzungen erfüllen, um diese wichtige Tätigkeit am Ende auszuüben. Die Berufsanfänger werden über Jahre hinweg erprobt und mit einem streng geregelten Beurteilungswesen. Unsere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Richter sind hervorragend ausgebildet, hoch belastbar und überdurchschnittlich engagiert. Diese Menschen sorgen Tag für Tag dafür, dass der demokratische Rechtsstaat funktioniert und die Freiheit des Einzelnen gewährleistet wird. Die Richter, die Staatsanwälte, die Rechtspfleger, die Justizfachangestellten, die Wachtmeister und alle, die im Vollzug auch tätig sind, sie alle geben dem Rechtsstaat ein Gesicht. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle Danke sagen für den Einsatz für den Rechtsstaat in der hessischen Justiz. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch in Pandemiezeiten, in denen fast alles geöffnet war, das zu tun. Und deshalb danke an alle, die in der hessischen Justiz jeden Tag den Rechtsstaat mit Gesicht vertreten. In Hessen haben wir den Pakt für den Rechtsstaat schon vor Jahren begonnen. Und lange bevor die Bundesebene auf dieses Thema kam, haben wir einen Pakt für den Rechtsstaat in Hessen bereits gehabt. Und als der Pakt für den Rechtsstaat im Bund beschlossen wurde, da hatten wir mit dem Beschluss bereits alle Positionen erfüllt. Und ich will auch darauf hinweisen, dass wir von 2017 bis 2019 und insgesamt nicht nur über 500 Stellen zusätzlich geschaffen haben, sondern viele Projekte und viele Initiativen vorangebracht worden sind. Und deswegen bin ich den Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen sehr dankbar, dass das gelungen ist. An diesen Entscheidungen kann man sehen, dass der Rechtsstaat in der schwarz-grünen Koalition und der Regierung immer Priorität hatte und hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem Ermittlungsstand hat der beschuldigte Oberstaatsanwalt seine Stellung zur Begehung von Straftaten genutzt. Dabei wusste er ganz genau, wie er über Jahre unauffällig Taten begehen und verschleiern konnte. Offensichtliche Spuren hinterließ er wohl kaum. Er hob Schmiergeld mit einer EC-Karte ab, die auf einen Mitbeschuldigten ausgestellt war, oder erhielt solche Zahlungen in bar. Dieses Vorgehen war von einer hohen kriminellen Kreativität geprägt und aus diesem Grund schwer zu entdecken. Und aus diesem Grund sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt besonders wichtig, um Konsequenzen für die Zukunft ziehen zu können. Ich möchte betonen, dass es von großer Bedeutung ist, dass die Justiz ihre Ermittlungen ohne Weisungen im Einzelfall vollziehen kann. Und Herr Kummer und auch Herr Dr. Wilken und andere, Frau Schardt-Sauer, ich will an dieser Stelle mal sagen, die Vermischung der Gewalten, was ich hier in den Reden gehört habe, ist nicht zu akzeptieren. Wir haben eine Gewaltenteilung, und bei der Gewaltenteilung ist die Unabhängigkeit der Justiz das hohe Gut des Rechtsstaates. Und wer auf die Idee kommt, dass eine Ministerin die Ermittlungen übernimmt, der hat den Rechtsstaat nicht verstanden. Und wer andererseits darauf kommt, Herr Kollege Kummer, und am Ende sagt, der Kollege, ich komme ja erst darauf, was der Kollege Kummer sagt, Frau Faeser. Das habe ich zur Frau Schardt-Sauer eben gesagt. Ich will sagen, Herr Kummer hat gesagt, dass die erste Gewalt am Ende über laufende Ermittlungen in Ausschüssen Auskunft haben will. Und ich sage Ihnen, dass die erste Gewalt der dritten Gewalt nicht vorzuschreiben hat, wie sie zu ermitteln hat. Und deswegen wird es über laufende, verdeckte Ermittlungen keine Einflussnahme auch der ersten Gewalt geben. Und das ist das Wesen eines Rechtsstaates. Und am Ende kann das Parlament über alles Auskunft erlangen. Natürlich.
Aber die Staatsanwaltschaft muss ihre Aufgabe übernehmen und muss die Ermittlungen, die nicht gefährdet werden dürfen, am Ende auch schützen. Und dieses Spannungsverhältnis, das bitte ich in Zukunft auch bei diesem Fall auseinanderzuhalten, denn das ist der Kern des Rechtsstaates. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will weiterhin anmerken, der Erfolg der Ermittlungen im hiesigen Fall zeigt, die Strafverfolgung in Hessen funktioniert. Dem falschen Eindruck, dass die Innenrevision die einzige Kontrollinstanz der Staatsanwaltschaften ist, möchte ich entschieden entgegentreten. Staatsanwaltschaften sind streng hierarchisch aufgebaut. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Berichtswesen und unterliegen einer umfassenden gerichtlichen Kontrolle. Lassen Sie mich betonen, dass die Beauftragung von Sachverständigen zum Ermittlungsalltag und die Gutachtenvergabe als Prozesshandlung dem pflichtgemäßen Ermessen der jeweiligen Dezernenten und dem jeweiligen Dezernenten unterliegt. Diese Prozesshandlungen sind in unserem bewährten Rechtssystem eingebettet, das den Betroffenen vielfältige Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet. So kann ein Urteil, das auf einem inhaltlich falschen Gutachtenvergabe beruht, mit einem Rechtsmittel angegriffen werden. Und auch können vermeintlich überhöhte Kosten durch unabhängige Gerichte überprüft werden. Staatsanwaltschaften und Gerichte. Die Redezeit der Fraktionen läuft gerade ab, wollte ich nur fairnesshalber sagen. Ja, Staatsanwaltschaften und Gerichte werden weiterhin Gutachten von externen Sachverständigen brauchen. Und dies wird auch in Ermittlungs- und Strafverfahren weiterhin erforderlich sein. Je nach Art des Ermittlungsverfahrens kann dabei ganz unterschiedlicher sachverständige Expertise benötigt werden. Ein externes, objektives und neutrales Gutachten stärkt die Akzeptanz einer Entscheidung und das Vertrauen in deren Richtigkeit. Und ich will Beispiele nennen, Herr Kummer. Sie haben kritisch sich dazu geäußert, dass Gutachten nicht mehr von Privaten durchgeführt werden sollen. Also, das ist völlig üblich in allen Verfahren. Beim Verkehrsunfall die Unfallgutachten oder die Gutachten zur Blutalkoholkonzentration. Beim Totschlag benötigt man rechtsmedizinische Gutachten, bei psychischen Erkrankungen, psychiatrische und. Die Aufzählung könnte ich ganz weit fortsetzen. Allein in den genannten Bereichen gibt es eine Vielzahl von hochspezialisierten Gutachtern. Das gesamte Fachwissen kann nicht auf Abruf bei der Justiz und der Justiz vorgehalten werden. Und es ist völlig unmöglich und weltfremd, staatliche Sachverständige für alle Lebensbereiche anzustellen. Und deswegen ist das, was Sie hier beschreiben, nicht völlig unüblich und überhaupt nicht machbar. Übrigens nicht nur in Hessen, in allen anderen Bundesländern und auch in Europa. Das Augenmaß muss richtigerweise stets darauf gerichtet sein, dass die Gutachtervergabe allein fachliche Gesichtspunkte dafür maßgeblich sind und Korruption hier keine Chance hat. Das ist unstreitig. Und derzeit steht ein Korruptionsvorwurf gegen den beschuldigten Oberstaatsanwalt im Raum. Und Herr Kummer, jetzt hören Sie gut zu. Es gibt bislang allerdings keine Erkenntnisse dazu, dass die vergebenen Sachverständigengutachten fehlerhaft sind. Selbst ich habe gesagt, die Staatsanwaltschaft berichtet, Herr Rudolph, es gibt keine Erkenntnisse dazu, dass die vergebenen Sachverständigengutachten derzeit fehlerhaft sind. Selbstverständlich ermittelt die Staatsanwaltschaft in dieser Richtung. Und in diesem Kontext wird natürlich auch das System der Gutachtenvergabe näher untersucht. Ich habe der Staatsanwaltschaft zugesagt, dass das Justizministerium jeden Hinweis in diesem Zusammenhang aufnehmen und unmittelbar an die Staatsanwaltschaft weiterleiten wird. Es darf kein Hinweis verloren gehen, der geeignet ist, die Ermittlungen weiterzubringen. Und deshalb bitte ich jeden, der über Kenntnisse verfügt, die zur Aufklärung beitragen könnten, direkt an die Staatsanwaltschaft Frankfurt diese Information weiterzugeben. Dieser Fall zeigt, dass der Rechtsstaat in Hessen wehrhaft und gut aufgestellt ist und nicht wegen eines Kriminellen alle Richter und Staatsanwälte unter Generalverdacht gestellt werden dürfen, die jeden Tag für den Rechtsstaat einstehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Für die Kolleginnen und Kollegen darf ich sagen, dass Frau Staatsministerin 3 Minuten und 8 Sekunden länger
geredet hat. Aber da sie als Letzte geredet hat, beginnen sowieso die 5 Minuten. Können wir machen, wie wir wollen. Aber bevor wir das machen, geben wir erst einmal dem Kollegen Kummer für eine Kurzintervention das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, ich weiß nicht, warum Sie permanent versuchen, mich falsch zu verstehen. Sie legen mir Worte in den Mund, die ich nie gesprochen habe. Ich verweise dann auf das Protokoll zu dieser Sitzung, das wird ja geführt. Ich habe nie vorgeschlagen, dass Sie in Ermittlungen eingreifen sollen. Mir vorzuwerfen, ich würde rechtsstaatliche Gewaltenteilung in Frage stellen, ist nachgeradezu absurd. Ist nachgeradezu absurd bei mir. Ja. Die erste Gewalt hat der dritten Gewalt nicht zu erklären, wie sie zu ermitteln hat. Ja, das ist so. Aber die erste Gewalt kann der zweiten Gewalt erklären, was sie zu tun hat, damit die dritte Gewalt ihre Richtlinien beachtet. Sie haben im Ausschuss versucht, uns zu erklären, dass Ihre Korruptionsrichtlinie, die aus Ihrem Haus kommt, in der Staatsanwaltschaft nicht angewendet werden muss, weil die Staatsanwaltschaft nicht Teil der öffentlichen Verwaltung sei. Und darauf habe ich Bezug genommen. Und das ist absurd. Die Staatsanwaltschaft ist Teil der Verwaltung und hat zumindest haushaltsrechtliche Vorschriften anzuwenden. Und dazu gehört auch ein Vier-Augen-Prinzip. Bitte? Sie können ja eine andere Meinung haben. Das stört mich jetzt erstmal gar nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass beispielsweise Gutachten im Verkehrsbereich nicht mehr von Privaten erstellt werden sollen. Ich habe gesagt, dass Gutachten in dieser Form, in diesem Bereich, hier geht es um den medizinischen Bereich, wo man an Dritte, an Private Datenauswertung vergeben hat, ohne dass man überprüft hat, welche Qualität diese Dritten haben, diese GmbH. Ich habe gesagt, das Gutachten in dieser Form, da müsste man genau hinhören, uns genau zuhören, zukünftig nicht mehr an Private vergeben werden dürfen, sondern dass es auch Institute geben kann, die Gewähr dafür bieten, dass sie qualitativ hochwertige und korrekte Arbeit ablegen. Und noch eins. Unter Generalverdacht in meiner Rede gerade gar niemand gestellt. Mir das zu unterstellen, ist genauso absurd. Vielen Dank. Frau Staatsministerin, Sie haben das Recht, auf die Kurzintervention zu replizieren. Ich habe das Gefühl, dass die amtierenden Präsidenten das mit dem Reinrufen schon alleine lösen können. Kollege Rudolph hat jetzt das Wort. 5 Minuten, allerhöchstens. Bitte. Ja, wir streiten uns darüber ein bisschen hier oben, ob die Nebenintervention mit reingerechnet werden muss oder nicht. Ich habe entschieden, sie wird nicht reingerechnet, deshalb 5 Minuten. Herr Präsident, ich halte die Redezeit doch meistens ein. Frau Kühne-Hörmann und Vertreter der Koalitionsfraktionen, Sie stellen das ja als eine große Tat des Rechtsstaates hin, dass man den mutmaßlich korrupten Oberstaatsanwalt überführt hat. Wissen Sie, durch eine ganz banale Angelegenheit ist das ja erst zum Tragen gekommen, weil die ehemalige Lebensgefährtin ihn augenscheinlich angezeigt hat. Sonst hätte dieser mutmaßlich korrupte oder Staatsanwalt bis heute sein Ding nachgehen können. Das ist kein Erfolg der hessischen Justiz. Tut mir furchtbar leid. Und dann haben Herr Heinz und andere hier die Monstranz aufgebaut. Der Rechtsstaat wird in Grund und Boden geredet. Die Justiz wird schlecht geredet. Nein, hier werden Missstände aufgegriffen, und wir fragen nach dem, der Verantwortung dafür hat. Frau Ministerin Kühne-Hörmann, das ist ja so Ihr Leitbild der letzten Jahre. Immer dann, wenn es kritisch wird, das machen Sie in den Ausschüssen, muss der Staatsanwalt antworten, muss der Oberstaatsanwalt antworten. Sie haben mit all dem irgendwie gar nichts zu tun. Wer trägt eigentlich in Ihrem Laden des Justizministeriums die politische Verantwortung? Sind Sie das oder ist es der Hausmeister, Frau Kühne-Hörmann? Um das mal ganz deutlich zu sagen, wer trägt die Verantwortung? Und Herr Heinz, ist es ja nicht zu schade, dann zu loben, die Frau Kühne-Hörmann für den Personalaufbau der letzten Jahre. Danke, Herr Penz, Sie sind ein so toller Stichwortgeber. Wer hat denn eigentlich in den letzten 21 Jahren Personal bei der Justiz abgebaut? Hat die CDU damit irgendwas möglicherweise zu tun? Oder war es wieder einmal die böse Opposition oder die SPD auf Bundesebene? Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir hier feststellen, ist,
dass wir in der Tat eine massive, teilweise Überlastung bei den hessischen Justizbehörden, auch namentlich der Staatsanwaltschaft, haben. Das ist ein Fakt. Und da können Sie mit ein paar Neueinstellungen auch nicht drüber hinwegreden. Meine Damen und Herren, dieser mutmaßlich korrupte Oberstaatsanwalt konnte über 15 Jahre agieren. Der war für Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen zuständig. Jetzt sagen Sie, der kannte alle Tricks, wie man das machen kann. Vielleicht hätte man ja auch das eine oder andere Kontrollmechanismus mal einbauen können bei Korruptionsbekämpfung. Wissen Sie, und da gibt es so ein paar mitteleuropäische Standards, die man einführen kann. Vier-Augen-Prinzip war bis dato für die Ministerin gar kein Thema. Völlig abenteuerlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass der gleiche Oberstaatsanwalt eine Firma mit jemand anders gründen konnte und immer die gleichen Gutachten vergeben konnte, fällt keinem auf. Dass dieser Oberstaatsanwalt dann viele Einstellungsverfahren nach § 153 StGB auf den Weg gebracht hat, ist niemandem aufgefallen. Hier ist ein wirtschaftlicher, hier ist ein moralischer Schaden für das Land entstanden. Und mit all dem, meine Damen und Herren, hat Frau Kühne-Hörmann eben mal als Justizministerin nichts zu tun. Wer trägt eigentlich hier die Verantwortung? Sind wir das als Abgeordnete? Und weil Sie eben so schön davon gesprochen haben, mit den Gutachten keine Erkenntnisse. Ich frage noch einmal vom Pult aus, sind alle im Auftrag gegebenen Gutachten auch fachlich überprüft worden und ist da möglicherweise etwas Falsches dran? Wenn der Landrat des Main-Kinzig-Kreises, der Kollege Stolz, sagt, der Landrat, die Kliniken waren auch betroffen, dann will der doch auch wissen, ist das Gutachten rechtmäßig zustande gekommen oder enthält es inhaltliche Fehler? Das ist ja ein nicht ganz abwegiger Ansatz, wenn jemand so korrupt unterwegs ist wie der mutmaßliche Oberstaatsanwalt. Und deswegen, meine Damen und Herren, die Frage müssen Sie beantworten. Und Sie haben ja von all dem nichts gewusst. Ich zitiere, ich habe das in der Sondersitzung getan, aus einem Schreiben des Bundesverbandes der niedergelassenen Chirurgen Deutschlands von August diesen Jahres, den auch die Fraktionen erhalten haben. In Hessen, also geht es um die Praktiken dieses Oberstaatsanwaltes, der hätte verschiedene Kampftechniken entwickelt. Und in Hessen haben wir uns damit hilfesuchend schon vor 3 Jahren, 2017 mutmaßlich, an die verantwortlichen Politiker des Sozialministeriums, Herrn Grüttner, und die Justizministerin, Frau Kühne-Hörmann, gewandt. Dabei wurden wir von der KV Hessen unterstützt. Leider bestand kein ausreichendes Interesse, uns auch nur zur Anhörung zu einem persönlichen Gespräch vor Ort einzuräumen. Man wies wiederholt gegenseitig auf das andere Ministerium als zuständige Instanz. Irgendwann haben wir entnervt aufgegeben. So wurde schon damals eine mögliche Klärung verpasst und der Fortgang dieses Justizskandals bemöglicht. Meine Damen und Herren, nehmen Sie mal dazu Stellung. Hier gab es offensichtlich Hinweise für korruptes, kriminelles Verhalten. Frau Ministerin, erklären Sie sich. Sie sind nicht Teil der Lösung, Sie sind Teil des Problems. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war wirklich eine Punktlandung. Ministerin, jetzt sofort. Ich will nur sagen, danach hat sich Herr Wilke noch gemeldet. Wenn Sie den noch mit aufnehmen. Sie dürfen immer reden. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass Herr Wilke sich noch gemeldet hat. Sie haben das Rederecht. Herr Kollege Rudolph, ich will nur als Antwort auf Ihre letzte Frage, was den Brief angeht, die Frage ist im Ausschuss gestellt worden, da Sie nicht im Rechtsausschuss anwesend waren, habe ich unter Punkt Verschiedenes ausführlich zu diesem Schreiben geantwortet und habe dargestellt, dass in diesem Schreiben ein völlig anderer Sachverhalt gemeint war. Ich habe den Sachverhalt, das ist im Protokoll in öffentlicher Sitzung nachzulesen, ausgeführt. Es hatte nichts mit dem jetzigen Sachverhalt zu tun, sondern mit der Auslegung einer Vorschrift. Und da hat es auch eine Antwort an denjenigen gegeben, den Sie eben zitiert haben. Und das ist öffentlich nachlesbar im Rechtsausschuss. Da habe ich die Anfragen beantwortet. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Und nun hat der Kollege Vizepräsident, Herr Dr. Wilken, das Wort. Er kann sich schon ein wenig hierher bewegen. Wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, altersgerecht, Herr Kollege, aber das Pult ist in Ordnung. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu zwei Punkten möchte ich doch noch einmal Stellung nehmen. Erstens, von Ihnen, Frau Ministerin, und von den Vertreterinnen der Regierungsfraktion ist ausgeführt worden, dass die Staatsanwaltschaft gerade ermittelt
Ich sage deutlich, das ist gut so, aber das ist doch genau auch Ihr Job. Müssen wir jetzt jedes Mal in Begeisterungsstürme ausbrechen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Fall der Justiz ihren Job tun? Es ist gut, dass sie das tut, aber auch ihr Job. Zweitens. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, Frau Ministerin, dass Sie uns über laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unterrichten. Nein, darum geht es ausdrücklich nicht. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie uns ausführlich, kontinuierlich über Ihre Maßnahmen berichten, die Sie jetzt ergreifen, zum Beispiel, dass es möglich wird, dass in der Staatsanwaltschaft selber erkannt wird, dass dort ein Problembär sitzt und wir nicht auf eine Fremdanzeige warten müssen. Diese Maßnahmen, die haben Sie uns gegenüber mindestens im Rechtsausschuss zu berichten. Dritte Bemerkung. Auch Sie, Frau Ministerin, und auch die Vertreterinnen der Regierungsfraktionen haben mehrfach auf die Besonderheit der Hessischen Verfassung, was den Richterwahlausschuss anbelangt, hingewiesen. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie damit versuchen, die Verantwortung für diese Fehlverhalten auf uns alle ein wenig abzuwälzen. Und das weise ich zurück. Uns ist es im Richterwahlausschuss bei aller Sorgfalt, wie die Sitzungen vorbereitet sind, und bei aller Sorgfalt, mit der wir unsere Entscheidungen dann treffen, unmöglich festzustellen, dass sich hinter den Akten ein Mensch mit krimineller Energie verbirgt. Das ist unmöglich festzustellen. Was Ihr Job wiederum ist, ist organisatorisch sicherzustellen, dass eine solche eventuelle kriminelle Energie sich in Ihrem Zuständigkeitsbereich nicht entfalten kann. Das ist wieder die politische Verantwortung, die Sie tragen, Frau Ministerin. Und eine Verantwortung der Mitglieder des Richterwahlausschusses dafür ist nicht vorhanden. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Wilken. Die bisher letzte Wortmeldung, die mir vorliegt, ist die des Kollegen Heinz. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Dann werde ich mich auch bemühen, keine weiteren Wortmeldungen zu produzieren und will, glaube ich, zur Sachlichkeit mal zurückzukommen. Aber dann auch Kollegen Rudolph, der ja irgendwie zum ersten Mal, zumindest in den vergangenen 10 Jahren, mal so eine kurze Stippvisite im Rechtsausschuss neulich abgegeben hat, hat Skandal gerufen, hat, glaube ich, schon Interviews dann gegeben, als die Ministerin die eben noch mal im Nachtrag hier aufgeworfenen Fragen dann noch mal beantwortet hat und darauf hingewiesen hat. Ich glaube, wir sollten keine Legendenbildung hier betreiben, auch bei allen politischen Gegensätzen. Es war so, es wird ja immer viel davon gesprochen, auch von den Anzeigen und den Hinweisen. Nur, ich habe selbst zweimal nachgefragt in der ersten Sitzung, in der Sondersitzung in den Ferien, diese ganzen klugen Hinweise und Anzeigen, die kamen alle, nachdem das enttarnt wurde. Da war ein Vertreter des Hauses, zum Justizministerium, da habe ich nochmal nachgebohrt und gemeint, wann kamen die denn alle, die jetzt gesagt haben, da liegt was im Argen und so weiter. Und dann kam ganz deutlich bei heraus, als dieser Mensch schon aus dem Dienst entfernt war und in Urhaft gesessen hat, wenn es denn so gewesen wäre, dass ständig im Ministerium und bei der Staatsanwaltschaft Hinweise eingegangen wären, dass dort was im Argen liegt, dann hätten die sicherlich auch sofort gehandelt. Also, da sollten Sie bitte nicht zu beitragen, dass da jemand nicht tätig geworden wäre, auf vielfältige Hinweise. Hinterher sind immer alle klüger. Und zum anderen, weil es eben auch noch mit reingemischt wurde, ja, das stimmt, das wurde dort auch berichtet, es gab vielfache Einstellungen nach 153a StPO, aber dieses Instrument, das ist, glaube ich, unumstritten, auch zwischen den politischen Lagern. Das wird von allen Bundespolitikern insbesondere, die es ja auch implementiert haben, wird es durchgetragen. Es gibt bei den Ersttätern, bei geringer Schuld, gibt es die Einstellung gegen eine Geldauflage. Und der
die Arztpraxis, die erstmals dort aufgefallen ist und wo, das werden wir alles noch dann hören und sehen, dann im Nachgang, wenn ausermittelt ist und wo es zumindest die Vermutung gibt, dass in sehr, sehr vielen Fällen, Herr Kummer, bei den Abrechnungen tatsächlich etwas nicht gestimmt hat. Das ist nur eine Vermutung, aber wenn in hunderten Fällen Ärzte dann doch am Schluss stillschweigend zahlen, eine Geldauflage, und niemand dagegen rechtlich vorgeht, spricht einiges dafür, dass da vielleicht das eine oder andere doch im Argen gelegen hat. Auch dieses Instrument würde ich, glaube ich, nicht damit reinmischen und in Frage stellen. Das ist ein Opportunitätsinstrument, den es im Strafrecht, im deutschen Strafrecht, seit vielen Jahrzehnten etabliert gibt, der die Justiz auch entlastet und ich glaube, der sich auch durch und durch bewährt hat, die Einstellung gegen Auflage. Das sollten wir nicht in Abrede stellen und nicht damit vermischen mit dem Fehlverhalten und der kriminellen Energie des Oberstaatsanwalts. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Ich sehe und höre und lese keine Wortmeldung mehr. Damit ist die Diskussion, die Debatte beendet. Gehe ich recht, liebe PGs, davon aus, dass die drei Anträge in den RTA überwiesen werden? Also Antrag 3462, 3540 und 3542 aus der 20. Legislaturperiode wird hiermit zur weiteren Beratung an den RTA überwiesen.